Und jetzt, was machen wir mit dem Was Brot? machen wir mit dem Brot? Wir schmeißen. Ah, wir krümmeln es aus dein Auto. Und dann kommen die Billiger Trick, sollte Täubchen. aber wirken. Tada-da-da! Die Tauben. Oh, wie süß. Das fällt natürlich nicht auf, ne? Nein, nein, fällt nicht auf. Mein Oh nein, Auto! meine Lucy, meine kleine Lucy. Los, husch, weg hier! Das wird ihn beschäftigen. Ach, diese gurren kleinen friedlichen Stadtvögel. Jetzt holen wir uns diesen Schlüssel. Take the key. Da ist er. Und jetzt bewegen wir den Topf wieder zurück. Sogar in der Sequenz. Wir werden aber heute bedient. Hat keiner gesehen. Wir sind drin. Runter oder hoch? Oh. Nein, 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 nein. Runter gleich raus. Also hoch. Und da ist... Welche Tür? Mark ist ein misstrauischer Bursche. Kein Wunder, dass er abgeschlossen hat. Außerdem will ich nicht wirklich da rein. Seine Wohnung also. Woher weißt du das? Achso, wegen dem Namen vielleicht. Vielleicht Da gibt's noch sind da eine irgendwo Tür die und da Nummern? gibt's noch eine Tür. Klopf, klopf. Okay, wieso nicht? Verdammt, abgeschlossen. Naja, dann gibt's noch die Mehr Besenkammer. Familienhaus und er wundert sich, dass die Besenkammer. Türen abgeschlossen sind? Nein, doch. Buch. Nico, ich gehe nach draußen und suche einen anderen Weg in die Wohnung. Da steht aber wer auf Du dem wartest Balkon. hier und achtest darauf, ob jemand den Flur betritt. Jawohl, Sir. Wie Sie befehlen, Sir. Höre ich da einen Hauch von Kritik? Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal fragen würdest, statt rumzukommandieren, George? Hey, du hast recht. Tut mir leid. Also, was würdest du jetzt gerne tun, Nico? Wie wäre es, wenn ich hier warte und den Flur beobachte? Das ist eine tolle Idee. Genau so machen wir es. Ach, Nico ist toll. Naja. Was haben wir denn hier Schönes? Wir könnten... Da lang? Oh ja. Aber uns entdeckt dann vielleicht wer. George. Le George ist gerade mit Derp beschäftigt. Ah, geht doch. Typisch. Ich suche nun mal wieder das Sims mit dem kaputten Stück aus. Ah, Von also. Hier aus kann ich nicht in ihre Wohnung gucken. Ich muss es anders versuchen. Können wir. Was heißt? Nein. Vielleicht auf die andere Seite? Da Meinst die du? Regenröhre? Ja. Erstaunlich, dass die Simse so stabil sind. Naja, da war es nicht so stabil. Können wir die Regenröhre hoch? Nein. Aber wir können, auf die andere Seite. Also hier? Ich glaube, das ist zu, aber du kannst es versuchen. Nein, nein, wir können ruhig. Ja, George. George? Ach, dass man auch genau da hinlegen muss, ne? Er Sogar weiß, das Gitter ist passend kaputt. Guck mal, Archie, der schläft so und guckt dann nach. Ach, der ist besoffen. Der sieht uns, aber es interessiert ihn, glaube ich, Nein, nicht. Ich glaube, der sieht in seinen Halluz nur immer den Po von jemandem bestimmten. Ach so, Archie-Vision. Naja. Und auf dem Balkon da, da steht jemand, das weiß ich, habe ich gerade gesehen, im Augenwinkel da. Eine Nonne? Nonne? So. Hä? Schnell. Schnell, bevor die wiederkommt, können wir schneller sein? Nein, die ist durch die Höhe. Wir können doch jetzt eigentlich... Da hinein. Abgeschlossen. Was macht diese Nonne da? Weiß ich nicht. Aber können wir nicht da jetzt reingucken? Wo? Darüber, gegenüber gucken? Oder meinst du, wir müssen noch hier irgendwo? Ja, vielleicht können wir darüber hangeln. George, geh mal nochmal da hoch. Hoch, danke.
Einfach, ja. Genau. Aber die hat sich wohl gewundert, wie da jemand auf ihrem Balkon ist. Ich weiß es nicht. Wie da immer diese Bleche fehlen. Na, ich denke mal, mit der hätten wir auf jeden Fall nicht reden müssen. Das wäre auch komisch, dann hätten wir die Polizei gerufen oder so. Und wir schauen einfach mal durchs Fenster. Okay, das ist doch nicht so ein reiches, wohlhabendes Wohnungs... Zwecklos, meine Arme sind zu kurz. Keine Chance, mach ich nicht. Aber wir können durch das Fenster, wenn wir das Fenster aufmachen, oder? Oder rechtsklick mal auf das Fenster. Das ist das Küchenfenster von Anna Marias Wohnung. Das Fenster ist leicht geöffnet. Mit meinem Arm komme ich da durch. Rechtsklick? Einfach mal einen Blick hineinwerfen? Achso, tun wir es so schon. Verdammt, die ganze Arbeit und dann ist die Tür abgeschlossen. Naja, aber das Irgendwie Fenster. Muss es da reingehen. Hallo, vernünftige Leute schließen auch ihren Balkon ab. Den Rosenkranz. Das mache ich nicht. Nein. Den Golfschläger? Die Visitenkarte, obwohl das ist ja schon armweit. Das ist ja schon offen. Messerchen? Das funktioniert so nicht. Golfschläger? Habe ich doch gerade schon, oder? Das wäre keine so gute Idee. Die Löschdeck. Das wäre keine so gute Idee. Hast du eine Idee? Mit der Büro. Den Kugelschreiber. Und dann? Warum sollte ich das wohl versuchen? Naja, komm, wir versuchen einfach mal alles. Das wäre keine so gute Idee. Nochmal Rechtsklick, vielleicht können wir hindurchklettern. Ich meine, George passt. Das funktioniert so nicht. George passt da durch, also. Nein. Das ist das Küchenfenster von Anna Marias Wohnung. Können wir den Golfschläger auf die Türgriffe da benutzen? Genau das Ding. Ah, da zwecklos. Oben. Meine Arme sind zu kurz. Dann den Golfschläger. Der ist ja eigentlich recht lang, oder? Das ist unser längstes Objekt. Der ist ausziehbar. Aha, auf dem Weg zum Sieg für Stobart Industries. Na gut. Ah, da oben, das sollte ein Schließmechanismus. Das hat man jetzt aber nicht erkannt. Also, ich habe das erkannt. Dein Ernst? Tada! Treffen wir jetzt auf die... Oh, griechische Schrift. Nein. Erstmal treffen wir auf Nico. Gut gemacht, George. Dann wollen wir mal sehen, wer die Dame wirklich ist. Also zunächst einmal, können wir die Rahmen lesen? Nein? Da ist ein Laptop. Ein Bild. Ich glaub's einfach nicht. Ein Foto von Anna Maria, verkleidet als Nonne. Süße Nonne. Sehr süß. Also was soll das? Diese Nonne ist Anna Maria. Nee, nee. Oh, wohl, sehr wohl, ausgesprochen wohl. Du hast eine Nonne flachgelegt, George, eine Nonne. Sie hat die Kutte ja nicht angehabt, als ich sie kennengelernt habe. In manchen Ländern würdest du dafür hingerichtet werden, George. Vielleicht ist sie ja keine echte Nonne. Vielleicht war sie da ja nur auf einem Maskenball. Sicher. Und die Schlägertypen, die dich in New York angegriffen haben, waren die 7 Zwerge. Ja, okay, okay, eindeutig. Du hattest deinen Spaß. Aber für mich ist das ernst. Tut mir leid, George. Du hast ja recht. Wovor steht sie da? Da steht was drauf. Memento Mori? Das könnte irgendwo an den Mauern des Vatikans sein. Na wunderbar. Die sind kilometerlang. Ja, stimmt. Wir sollten nach etwas suchen, das den Bereich etwas einengt. Ich nehme das mit. Man weiß nie, wann man sowas brauchen kann. Zu blöd, dass ich mein Nonnengewand in Istanbul lassen musste. Hier hätte ich's brauchen können. Das stand dir sowieso nicht wirklich. Du musst es ja wissen. Sehr ulkig. Unheimlich ulkig. Ja, George muss wissen, wem mein Nonnenkostüm steht und eine wem nicht. Eine einfache, aber sehr schöne italienische Uhr. Die Uhr ist um 10 nach 10 stehen geblieben. Anna Maria war seitdem nicht mehr hier, oder sie hätte sie aufgezogen. Da ist so ein Taschencomputer. Anna Maria muss das gelesen haben, bevor sie ging. Das Buch ist in Italienisch, verstehe kein Wort. Na gut, aber hier. Aber er kann doch Latein, also... Bücher über Religionen. Müsste er ein Fünftel der Wörter verstehen. Und Geschichte. Aspekte der Schwermetallumwandlung. Interessant.
wie soll uns das zu ihr bringen? Wissenschaft und Religion, ich versteh's nicht. Nein, das hier ist wichtig, George. Ich sollte einige von denen lesen. Das Computergerät? Anna-Marias Laptop hat keine Extras. Verknüpfungen zu einem Grafiktreiber und dem Internet. Noch nicht mal Spiele. Ein schicker Laptop mit einem DVD-Laufwerk. Nonne zu sein, zahlt sich wohl aus. Sie mag ja technisch ein Ass sein, aber ihren Wecker kann sie immer noch nicht stellen. Was denn? Können wir den Laptop mit unserem PDA hacken? Bestimmt, gleich. Okay, dann erstmal die Küchennotiz. Ein Abschnitt einer Bordkarte. Wohin ging der Flug? Phoenix, Arizona, erst vor ein paar Wochen. Was hatte sie denn in Phoenix zu suchen? Wer weiß. Im Kongress. Oh, sehr lustig. Eine gestorbene Pflanze. Eine neue Pflanze. Nichts mehr zu mitnehmen? Das war wohl hier alles, was wir in diesem Scheißzimmer machen müssen. Und das Schlafzimmer. Schade, normalerweise geht das. Leer. Na gut. Der Kleiderschrank, die Pantoffeln, eine Bibel. Etwas leichte Nachtlektüre, aha. Ich bin wohl inzwischen eher der Dan Brown-Typ. Vielleicht ist Anna-Maria ja wirklich eine Nonne. Was habe ich getan? Tja. Eine U-Bahn-Fahrkarte und ein paar Fussel. Bis wohin geht das Ticket? Cipro, Musei Vaticani, in der Nähe der Mauern des Vatikans, glaube ich. Vielleicht wurde das Foto von Anna-Maria ja ganz in der Nähe geschossen. Tja, Pantoffelklau? Ich mag sie, aber so sehr nun auch nicht. Dann nicht. Pantoffeln sagen sehr viel über eine Frau aus. Sie sind bestimmt bequem. Halt, was denke ich da? Weiß nicht, komisch. Nee. Oh, die Rohre sind... Können wir die benutzen? Ah, das Waschbecken sieht aber nicht gerade vernünftig aus. Nein, aber solch ein Kalk bildet sich normalerweise nur... Badezimmerwaage. Na toll, wir können die Waage angucken. Aber George will nicht sein Gewicht wissen. Zahnpasta, Zahnbürste. Also, ich finde, wir sollten den Abfluss untersuchen. Den am Becken. George will nicht nass werden. Heißwasser? Na, das klappt ja super. Man kann da nicht rein, Mick. Man kann auch da nichts untersuchen. Und hier das Waschbecken untersuchen? Nein. Siehst du da was zum Untersuchen? Nee, ne? Nein, nicht wirklich. Was soll denn mit den Pantoffeln? Salami reinstopfen. Vielleicht freut die sich über eine... Das wäre keine so gute Idee. Vielleicht können wir sie anzünden. Was bringt das? Keine Ahnung, wir können den Rosenkranz da reinstopfen. Das ist nicht richtig so. Nö. Unterm Bett irgendwas auch nicht, ne? Ne. Den Heizkörper auch nicht und das ist ein ganz normaler Heizkörper. Mir ist gerade nicht nach Schmökern zumute. Ich muss herausfinden, was mit Anna-Maria ist. Naja. Das da. Ein Abschnitt einer Bordkarte. Eine U-Bahn-Fahrkarte für eine Haltestelle in der Nähe des Vatikans. Haben wir jetzt hier alles, oder? Wir können mit Nico reden. Und wir haben den Lappy noch nicht gehackt. Ja, stimmt. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Was meinst du, geht hier ab, Nico? Willst du das wirklich wissen?
Klar. Nun, zuerst dachte ich, du wärst reingelegt worden, um bei einem Raub zu helfen. Und jetzt? Jetzt ist es wohl schlimmer. Jetzt denke ich, dass du in eine Verschwörung, in Schmuggel, Betrügerei oder Schlimmeres verwickelt bist. Tada. Das war das letzte Mal, dass ich dich was gefragt habe. Was meinst du, geht hier ab, Nico? Achso, willst du das wirklich wissen? Klar. Nein. Nun, zuerst dachte ich, du wärst reingelegt worden, um bei einem Raub zu helfen. Das letzte Mal, dass ein Nico was gefragt hat. Und jetzt? Jetzt ist es wohl schlimmer. Jetzt denke ich, dass du in eine Verschwörung, in Schmuggel, Betrügerei oder Schlimmeres verwickelt bist. Das war das letzte Mal, dass ich dich was gefragt habe. Hoffentlich. Also, wir fragen nochmal über Nico. Sind diese Bücher interessant? Nun, sie sind sehr technisch. Weißt du, George, das ergibt alles keinen Sinn. Nochmal? Ja. Nein, ne? Sind diese Bücher interessant? Okay. Nein, das ist nur nun, das Gleiche. Sie sind sehr technisch. Ich finde sowieso so blöd. Warum weißt du, haben die das nicht dann Das ergibt alles keinen Sinn. Anstatt ja, man das nochmal hören muss. Ich weiß, das hätte man ruhig anders machen Ja, weil können. Man kann das ja nicht abbrechen. Das nervt dann doch schon. Und jetzt hacken wir den Lappy. PDA. Verbinden. Echt? Keine Verbindung? Können wir jemanden anrufen? Das Ding bietet nur wenig Potenzial. Damit kann ich nicht viel anfangen. Okay, naja. Die hat ihren Lappy ohne Passwortsicherung und ohne überhaupt Sicherung da stehen lassen. Tja, kann sein. Die denkt ja auch wohl kaum, dass da... Hallo, ich sperre meinen Rechner, wenn ich das Zimmer verlasse. Eine einfache, aber sehr schöne italienische Uhr. Mit der Uhr kann man nichts machen, die kann man nicht kaputt machen. Und unter der... Was oh ja. Wo war das jetzt? Ich weiß nicht, gehen wir nochmal an der Pflanze? War das schon wieder so ein Glitch? Kann auch sein. Ja, bestimmt. Und was ist mit den Pantoffeln? Da steht Wasser und kann es nicht benutzen. Dieses... scheint ja doch recht gläubig zu sein. Kann man nichts machen. Man kann die benutzen, ich verstehe es nicht. Ich mag sie aber so sehr nun auch nicht. Wir können das Brot da reinstecken. Da und dann? Das mache ich nicht. Ich frage mich sowieso... Achso, wir hatten das für die Täubchen, ne? Ja. Wir malen ihre Schuhe an, fertig. Das funktioniert so nicht. Nein, jetzt mal ernsthaft, wofür kann man die denn gebrauchen? Eigentlich keinen wirklichen Grund, ne? Okay. So. Aber was ist damit? Echte italienische Handwerkskunst. Aber ein wenig übertrieben für meinen Geschmack. Ja, aber man kann die ja aufdrehen. Wieso übertrieben? Das ist eine Dusche für heißes und kaltes Wasser. Das klappt doch nicht. Ja, aber man kann es ja aufdrehen, ich verstehe nicht. Aber der dreht nur unten. Ja, klar. Was bringt das denn? Keine Ahnung, vielleicht ist dieser Bereich unfertig? Wie viel wiegt George eigentlich? Das guckt er nicht. Ah, dieses Inventar. Ja, aber ja. Pantoffeln? Ich mag sie, aber so sehr nun auch nicht. Benutzen wir Gegenstände auf Nico? Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Naja, die... Was benutzen denn für Gegenstände? Benutzen wir das, nein, nicht das Salami. Ach nein. Das die, Brot? Den Schnipsel oder die Flugdings? Keine Chance, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber da kann man auch nur gucken. Da ist nichts. Und da kommt man nicht dran vorbei? Weiß ich nicht, da kann man nicht dran vorbei. Okay. Und hier war auch nicht mehr wirklich was, oder? Nico hat nichts mehr zu reden. Nun, eigentlich können wir jetzt den Vatikan besuchen, schätze ich. Ein schicker Laptop mit einem DVD-Laufwerk. Aber wir haben keine DVD. Aber vielleicht
Wie können wir hier wieder zurückkriegen? Das funktioniert so nicht. Hier wieder zurückkommen, wenn wir eine DVD haben? Kann sein. Machen wir die Dusche aus. Warum? Hallo, Wasserrechnung? Wen interessiert's? Ja gut, die hat auch genug Geld in der Weltgeschichte rumzufliegen. Ja, aber wofür braucht man das? Also geht's ab wie dein Flur? Ja. Ich habe noch nicht genug Informationen. Nico, ich folge jetzt mal dieser Spur mit den Nonnen. Klar. Na gut. Ich bleibe hier und wühle mich durch diese Bücher. Du kommst nicht mit? Nein, danke. Ich warte hier auf dich. Ach so. Na denn. Eine Sequenz. Aha. Ihr seid also reingekommen. Ja, dank deiner Hilfe. Durch die Tür, wie ich sehe. Jo. Mit einem Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Wissen Sie was? Er war die ganze Zeit in meiner Tasche. Und ihr habt euch ja auch schon häuslich eingerichtet, wie ich sehe. Ansteckend, nicht wahr? Ansteckend? Die römische Lebensart. Ihr wisst nicht zufällig, wann Anna-Maria wiederkommt. Ich habe nämlich ein Paket für sie. Sie ist für einige Zeit weg. Gib es lieber mir. Nein, werde ich nicht. Ich behalte es. Es sollte nicht in die falschen Hände geraten. Einen schönen Tag noch. Ja, dir auch. Okay, der Hinweis, dass er ein Paket hat. Okay. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal, oder? Meinst du nicht? Wir können auch erstmal sein Paket holen. Wie denn? Ja gut, jetzt ist er in seiner Wohnung. Ja. Aber wir könnten George etwas schicker machen und dann in seine Wohnung gehen. Ah, nein. Wo soll ich jetzt hin? Wir besuchen... Vatikan. Ja. Ich glaube, ich gehe zum Vatikan. Mal eben. Ist nicht weit. Okay, und wir machen jetzt auf zum Vatikan. Da kommt auch schon die Sequenz. Die U-Bahn-Fahrkarte war ein Indiz. Nur ein paar Schritte und ich bin da. Das ist der Ort auf dem Foto. Was wohl hinter diesen Mauern ist? Naja, ich denke mal, bis dahin machen wir kurze Aufnahmepause. Okay. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.